Überleg mal, wenn das Diamanten wegätzen könnte, wie crazy wäre das denn? Wir haben hier die stärkste Supersäure der Welt. Hexafluorantimonsäure, die wohl sehr krass ist. Dieses Video hat sehr die Runde gemacht und wir wollen wissen, warum. Normale Säuren wie Salz oder Schwefelsäure, die eigentlich schon gefährlich genug sind. Dann gibt es Supersäuren, die noch gefährlicher sind. Und dann gibt es an der Spitze aller Supersäuren die stärkste Säure der Welt. Hexafluorantimonsäure. Mit einer Säurestärke 100 Billiarden mal größer als die von Schwefelsäure. Zudem auch eine der giftigsten Säuren überhaupt. Schwefelsäure ist ja schon brutal schlimm. Wie krass. Freunde, Königswasser, das was Gold auflöst. Das war doch auch zu einem gewissen Anteil aus Schwefelsäure, oder? Schwefelsäure und, boah, Chemieleistungskurs schon so lange her. Was waren das nochmal? Schwefelsäure und Salzsäure? War das das? Nee, da war was anderes drin. Nicht ohne Grund stand für diesen Dreh ein Notarztwagen vor meinem Labor. Auf YouTube ist erst ein Video zu dieser Substanz online. Salpeter und Schwefelsäure. Werden wir gemeinsam Geschichte schreiben, indem ich das zweite Video überhaupt beziehungsweise das erste deutschsprachige Video zur Hexafluorantimonsäure hochlade. Crazy. Heute werden wir so falsche Dinge wie erst die Säure, dann das Wasser durchführen und selbstverständlich Haut, Fleisch und Knochen wegätzen. Krass. Ich schütte die Säure auch auf Metalle wie Edelstahl und Natrium, auf Sicherheitshandschuhe und auf meinen eigenen Kittel. Bevor ich jetzt alles spoiler, würde ich sagen, lehnt euch zurück und genießt die folgenden 20 Minuten. Okay, Bruder, das ist geil. Aber weißt du, was ich daran richtig geil finde, ist, zu meiner Zeit, als ich in die Schule gegangen bin, war die einzige Informationsquelle, die du hattest, wenn du irgendwie sowas sehen wolltest, die Schule oder die Bücher, die du dort bekommen hast. Ja. Ne? Dass du heute einfach auf YouTube gehen kannst und da sind halt Content Creator, die machen Inhalte zu solchen Dingen und die sind auch noch cool präsentiert. Wie geil ist das eigentlich? Zu solchen Dingen? Naja, zu Themen, die halt in der Schule auch behandelt werden. Nein, ja, ist egal. So, ne? Das, ja. Die erste interessante Frage ist die, wie mir die stärkste Säure der Welt eigentlich geliefert wurde. Und die Antwort ist ziemlich einfach, in einem Gefahrgutkarton, auf dem zwei Gefahrenpiktogramme kleben. Diese Piktogramme entsprechen den Gefahren der stärksten Säure der Welt. Sie ist nämlich ätzend bzw. korrosiv oder auch augenschädigend und toxisch. Und gesendet wurde das Paket von einem ganz normalen Versanddienstleister, der auch Gefahrgutversand anbietet. Eine noch viel interessantere Frage ist, in welchem Behälter wird die stärkste Säure der Welt angeliefert? Ja, und ich kann jetzt schon mal spoilern, es sind gleich mehrere Behälter. Ah, da lächelt uns schon der erste Behälter an, und zwar eine Blechdose, auf der draufsteht, welche schöne Chemikalie sich hier drin befindet. Sehr schön, ein beinahe epischer Moment. Um diese Dose jetzt zu öffnen, werde ich mir resistente Handschuhe und einen Atemschutz anziehen. Ich habe dieselbe Maske. Man weiß nie, ob hier drin mal irgendwas ausgelaufen ist. Auch wenn es nur ein bisschen ist, das sind Substanzen, die ich definitiv nicht an meinen Händen haben möchte und die ich auch nicht einatmen möchte. Die äußere Verpackung ist erstmal eine Blechdose. Auf dem Deckel der Blechdose ist tatsächlich eine Anleitung zum Öffnen aufgedruckt. Ich würde sagen, wer nicht weiß, wie man eine Dose mit Lasche öffnet, sollte lieber prinzipiell die Finger von der stärksten Säure der Welt lassen. Aber da könnte ich mit meiner Überlegung auch vielleicht etwas zu konservativ sein. In der Dose kommt ein graues Tuch zum Vorschein. Das ist ein Chemikalienbinder, der im Falle des... Hast du dir jemals Chemikalien bestellt? Nein. Nee, oder? Ich habe auch immer... Ich denke immer so, du landest ja auch direkt auf irgendeiner Liste, oder? Um ganz ehrlich, ja, ich weiß auch nicht, also wenn man das, aber wenn man das einfach so bestellen kann, auch schwierig. Naja, ich bin manchmal so ein bisschen in dieser Bubble unterwegs und gucke mir das eine oder andere wieder an. Es gab mal so einen Typen, einen englischsprachigen, der auch so Inhalte macht und der wollte radioaktive Sachen im Internet bestellen und ist ein bisschen schief gelaufen, es war sehr witzig. Auslaufens jegliche Flüssigkeiten aufnimmt, wie ein Hochleistungslappen. In dem Chemikalienbinder befindet sie sich endlich, die Flasche mit Säure. Und da ist sie, Hexafluorantimonsäure, die stärkste Säure der Welt. Boah. Abgefüllt in einem Behälter aus sogenanntem Perfluoralkoxypolymer. Im Gegensatz zu normalem Kunststoff wie Polyethylen sind hier alle Wasserstoffe durch Fluor ersetzt worden, sodass... Das geht? Crazy. Tja. ...dass die Säure den Behälter nicht angreifen kann. Ein ähnliches Material kennen wir alle aus dem Alltag, Teflon. Teflon ist ebenfalls ein vollständig fluorierter Kunststoff. Crazy. Die stärkste Säure der Welt ist aufgrund der Fluoridionen zudem auch eine der giftigsten Säuren überhaupt. Beschriftet mit den Gefahrenkennzeichnungen tödlich bei Einatmen, tödlich bei Verschlucken und tödlich bei Hautkontakt. Das ist nicht so gut. Tödlich bei Einatmen ist generell nicht so geil, Alter. Tödlich bei Angucken.
halte ich es für sinnvoll, ein zuverlässiges Sicherheitskonzept aufzufahren. Das Sicherheitskonzept besteht aus einem Notarztwagen und einer Dekontaminationseinheit. Alles geführt von einem Feuerwehrmann, einem Sanitäter und einer Sanitäterin mit ärztlicher Freigabe, mir das entsprechende Gegengift zu spritzen. Die Säure macht es einem alles andere als einfach. Im Studium wurde uns regelrecht Angst davor gemacht, auch... Warte mal, Es ist ja eine Säure. Was spritzt denn du da für ein Gegenmittel? Du kannst ja nicht irgendwelche basischen Säfte in deinen Körper reinjagen. Ja, geil, reagiert zu Wasser und Salz. Ja, lol. So eine Spritze-Basis. Ey, wirklich jetzt for real? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn ich ihn richtig verstanden habe, sind das ja die Fluor-Ionen, die das giftig machen. Also weiß nicht, ob es da irgendwas gegen Olli. Gibt oder so, ja? Olli, Alexander hat's doch schon. Spritzt die Antisäure. Die Antisäure, ja, okay, die alles Antisäure. Klar. Ich verstehe. Auch nur einen Spritzer Flusssäure abzubekommen, da eine handheller große Verätzung zum Vergiftungstod führen kann. Aber Bei Flusssäure tatsächlich super gefährlich. Ich kenne Menschen, die damit arbeiten tatsächlich im Berufsalltag, weil damit wird zum Beispiel auch Glas geätzt und sowas. Wenn du Flusssäure auf die Haut kriegst, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber das dringt in deinen Körper ein, in die Knochen und sorgt irgendwie dafür, dass irgendeine, ich glaube, Kalziumbindung, irgendwas funktioniert nicht mehr. Du verreckst einfach da dran. Du kannst mit ganz wenig Flusssäure kannst du jemanden halt echt kaputt machen. Das war übrigens auch das, was sie in Breaking Bad benutzt haben, um den Typen in der Badewanne aufzulösen. Das war auch Flusssäure. Mhm. Ätzungen sind nicht das Hauptproblem. Hexafluoranthimonsäure ist ein starkes Atemgift und hier liegt die Hauptgefahr, denn sie raucht und dampft unglaublich stark. Und dieser Rauch und Dämpfe sind in Kombination tödlich. Als wohl wichtigster Teil des Sicherheitskonzeptes werden also alle Beteiligten neben den beim Unboxing gezeigten Schutzhandschuhen Atemschutzmasken tragen. Die beiden Sanitäter Marie und Cedric tragen permanent Vollmasken von Dräger, einem deutschen Hersteller für Sicherheitsequipment mit entsprechendem Gas- und Partikelfilter. Was solche Filter bei einem Dreh dieser Art alles aushalten müssen, werde ich später genauer beschreiben. Ich kann aber schon mal so viel... Schreibt gerade jemand, das nimmt Calcium und Magnesium der Nerven auf und zerstört diese. Und ohne Nerven hast du Organversagen. Crazy. Sagen, dass die von uns verwendeten Filter gegen fast jede Art Gas und Dampf schützen. Im Worst Case müssen die beiden Sunnies nämlich dazu in der Lage sein, einen unmächtigen mit rauchender Hexafluor... Stimmt, wo ich das gerade im Chat sehe. Wir hatten noch Niklas noch mit der 100er-Bombe, der sich jetzt das Säure-Video damit gegönnt hat. Es war. Antimonsäure überschütteten Jan Joel aus dem Labor zu ziehen, ohne selbst beim Einatmen der Dämpfe und des Rauches in Gefahr zu geraten. Daher sind die Vollmasken von Dräger essentiell. Es gab einen Schlüsselmoment im Video, in dem ich bemerkt habe, wie aggressiv die Säure mit meinem Kittel reagiert. Erst ab da habe ich auf einen sogenannten Form 2 Chemikalienschutzanzug gewechselt. Wundert euch also bitte nicht, weshalb ich in den ersten 20 Minuten des Drehs noch einen Kittel getragen habe. Eine wichtige Info vorweg noch zum Thema Atemschutz. Ich war im Gesicht nicht rasiert, daher ist mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutzwirkung der Atemschutzmaske zu rechnen. Aha. Dennoch habe ich während des Drehs keinen Geruch wahrgenommen, der für das Eindringen der Gase und Dämpfe in meine Atemschutzmaske gesprochen hätte. Ich muss noch mal betonen, eine Rasur wird aber dringend empfohlen. Bisher ist nur zur Hälfte klar, warum man jetzt ein so großes Sicherheitskonzept mit Rettungskräften und vollwertigem Atemschutz braucht. Um das zu zeigen, starten wir jetzt direkt mit dem ersten Experiment. Hexafluoranthimonsäure vs. Hähnchenkeule. Das erste, was auffällt, ist eine extrem intensive Rauchentwicklung, schon ohne dass die Säure mit dem Hähnchen in Kontakt kommt. Woran das liegt, werden wir später klären. Spoiler, der Rauch ist giftig bis tödlich und krebserregend. Die Säure scheint der Haut auf den ersten Blick nicht viel anzuhaben. Beim Hochheben der Keule fällt aber auf, dass das Fleisch die Aktion nicht so einfach weggesteckt hat. Es ist stark angegriffen, aber da geht noch mehr. Wie reagiert das blanke Fleisch auf die stärkste Säure der Welt? Boah, krass, guck mal, was die Haut für eine schützende Wirkung hatte, ne? Ja, Mann. Alter. Und der macht da echt nicht so viel drauf. Boah. Ich würde sagen, das war eindrucksvoll. Das Fleisch wird sofort aufgelöst, indem es sich in Kohle verwandelt. Und mit diesem Anblick im Hinterkopf müssen wir uns um die passenden Schutzhandschuhe kümmern. Zur Verfügung stehen Einweg-Nitrilhandschuhe, dicke Mehrweg-Nitrilhandschuhe, Einweg-Latex-Handschuhe und Mehrweg-Handschuhe aus einem Kunststoff namens Viton, der dem Aufbewahrungsbehälter der Säure ähnelt. Zusätzlich noch ein Stück Baumwolle, das ich aus meinem Kittel ausgeschnitten habe. Wir starten mit dem Einweg-Nitrilhandschuh. Ja, der ist doch sofort weg, oder?
Der Handschuh verfärbt sich vom Blau zu grünlich. Nach 4 Minuten Einwirkzeit ist das Nitril so beschädigt, dass ich es mit 2 Glasstäben auseinanderziehen kann. Der Handschuh ist damit nicht geeignet, um vor Verätzungen zu schützen. In diesem Video werden wir noch oft sehen, dass sich Dinge verfärben, sobald die Säure damit in Berührung kommt. Vorzugsweise werden die Sachen schwarz, weil dann Kohle entsteht. Hexafluorantimonsäure oxidiert den Kohlenstoff, der in organischen Verbindungen wie Kunststoffen, Baumwolle oder Fleisch befindet, zu elementarem Kohlenstoff, der dann als schwarze Kohle sichtbar wird. Als nächstes ist der Latex-Einweghandschuh dran. Auch dieser Handschuh verfärbt sich. Er wird von gelb zu orange. Nach 2 Minuten Einwirkzeit ist der Handschuh aber ansonsten nicht weiter beschädigt. Bin ich jetzt überrascht, wie lange das dauert, bis da was durchkommt, ne? Hier muss ich aber ganz klar sagen, dass der Vergleich unfair ist, da der Latex-Handschuh der Säure nur halb so lange ausgesetzt war, wie der Nitrilhandschuh vorher. Nebenbei haben wir einen weiteren Kunststoff getestet, der offensichtlich nicht gegen die Säure standhält. Meine graue Reaktionsunterlage. Die Unterlage besteht aus HPVC und färbt sich bei Berührung mit der Säure schwarz. Das Schwarze ist wie vorher bei dem Hähnchenfleisch auch Kohle. Krass. Durch die Säure wird das PVC also verkohlt. Der dritte Handschuh ist auch ein Handschuh aus Nitril, also dem gleichen Material wie Handschuh Nummer 1, so einen hab nur ich dass hier. Dieser hier dicker genau und als Mehrwegprodukt zugelassen ist. Auch hier verfärbt sich das Material von Türkis zu Grün-Gelb. Nach 2 Minuten Einwirkzeit schaffe ich es nicht, den Handschuh mit 2 Glasstäben auseinanderzuziehen. Aufgrund des Tests mit dem Einwegnitril halte ich diesen Handschuh hier dennoch absolut nicht für brauchbare Schutzausrüstung für den Umgang mit der stärksten Säure der Welt. Der letzte Handschuh in dem Vergleich ist ein Hochleistungsprodukt. Das sieht so aus, als wenn er da Rauch rauftropft, ne? Das ist crazy. Produkt aus Viton. Bei Berührung mit der Säure bildet sich eine braune Schicht auf der schwarzen Oberfläche. Nach 3 Minuten Kontaminationsdauer kann ich auch das Viton nicht zerreißen. Natürlich bin ich nicht unvorbereitet in diesen Test reingegangen. Handschuhe aus Viton sind extrem oxidationsstabil und undurchlässig für Flusssäurederivate. Daher hatte ich diese Handschuhe während der Tests schon an und werde sie auch bis zum Ende der Experimente tragen. Im Gegensatz dazu hält Baumwolle absolut nicht stand. Ein normaler. So, weil jetzt so viele Leute fragen, warum ich so einen Handschuh habe. Weil ich einen 3D-Drucker habe. Tatsächlich. Auch das? Nee, ich habe einen Resin-3D-Drucker. Und hab mir halt entsprechende Ausrüstung geholt, um mit dem ganzen Zeug halt umzugehen. Und da gehören halt gute Handschuhe und auch ein Atemschutz dazu, wenn ich das benutze halt. Kittel verkohlt bei Kontamination mit Hexafluorantimonsäure sofort. Und die Reaktion ist wirklich sehr heftig. Es zischt und raucht. Alter, guck mal, wie es sich sofort verfärbt. Ja, Mann. Alter. Das nächste Stück Fleisch ist Schweinefleisch mit Haut. Das ist Bauch, Schweinebauch. Auch hier sieht es erstmal so aus, als würde die Haut nicht angegriffen werden. Aber doch, denn sie verdunkelt sich, während die Säure ihren Dienst tut. Und so eine Farbänderung ist meistens ein Indiz für eine Reaktion. Und jetzt kommt eine der beiden schönsten Aufnahmen, die ich für dieses Video gemacht habe. Säure direkt auf Schweinefleisch. Alter! Boah. Die Hexafluorantimonsäure reagiert in Millisekunden schnelle mit dem Fleisch und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Alter. Unter starker Rauchentwicklung verwandelt sich das rote Fleisch in eine schwarze Kohleader. Crazy. Das ist Kohle. Das ist einfach nur Kohle. Aber es ist echt wirklich krass, wie gut die Haut einen schützt. Ja, heftig, ne? Das würde auch mit meinem Körper passieren, wenn ich Spritzer davon abbekomme. Daher sieht mein Outfit of the Day so aus. Ein ganz klarer Chemikalienanzug als Einwegprodukt, sogenannte Form-2-Ausrüstung, das stärkste wäre Form 3, kombiniert mit den säureresistenten Vitoject-Handschuhen und einer Atemschutzmaske. Wie man jetzt mehrmals eindrucksvoll gesehen hat, raucht die Säure sehr stark und daher trage ich, je nachdem ob der Abzug an oder aus ist, eine Halbmaske mit Filtern für ca. 50 Euro oder die Vollmaske mit Filter für ca. 200 Euro. Die Atemschutzmasken haben die Schutzklassen A, B, E, K, H, G, P, 3. Bedeutet, sie schützen gegen organische Gase und Dämpfe wie Lacken oder Klebern, anorganische Gase und Dämpfe wie Chlor, saure Gase und Dämpfe wie Schwefelsäure, Flusssäure und Chlorwasserstoff, also sehr wichtig heute für... Ja, das Wilde ist, also muss man ja sagen, der droppt einfach nebenher so viele Infos über so solche Sachen. Ich finde das super spannend, ne? Einfach mal alles zu hören, was da so für Klasseneinteilungen und so gibt, ist crazy. Dieses Experiment. Dann noch gegen Ammoniak, Quecksilber und feinste Partikel. Und trotz des hohen Schutzes kann ich durch die beiden Filter der Halbmaske deutlich besser atmen als durch eine normale FFP2-Maske. Ich hatte die Halbmaske. Skinne Billy schreibt gerade im Chat. Wenn man mit Hilfe der Säure aus Schweinen Kohle machen kann, darf das RWE niemals erfahren. Starker Kommentar.
Finde ich sehr lustig. Das war. Jetzt schon auf mehrere Regen in den letzten Monaten an, ohne die Filter auch nur einmal gewechselt zu haben. Und da haben sich locker über 30 Stunden Tragzeit angesammelt. Wer also mit Lacken, Terpentin, Beizmitteln, Säuren, übelriechenden Gasen oder irgendwelchen Putzmitteln arbeitet, ist mit dieser Art von Maske bestens. Ich habe auch eine von Dräger. Mit staubigen Angelegenheiten wie Schleifen, Warte, zeig euch. Schneiden. Ich zeige es euch einfach mal. Olli, zeig uns das nochmal. Ich glaube, ich habe sogar die gleiche, die er hat, wenn ich mich nicht täusche. Bei mir ist drauf A1, B1, E1, K1, HGP3, RD habe ich hier. Was auch immer das heißt. Maximal 50 H. Da müsste ich wahrscheinlich mal die Filter irgendwann auswechseln, aber ist ein geiles Ding. Also die ist, damit kannst du, tatsächlich ist das total geil, weißt du, wo ich die schon mal benutzt habe. Das ist kein Spaß. Das ist A geil, wenn du halt mit so Isopropanol oder so Scheiß arbeitest, was halt wirklich intensiv riechst und du das halt nicht in der Nase haben willst, riechst du kein Deut. Und ich habe mal was sauber machen müssen, was sehr stark gerochen hat. Sagen wir mal, Anne und ich haben mal eine Tupper vergessen. Die war auch nicht im Kühlschrank, die ist halt irgendwo hintergerutscht und da war was drin. Und die haben wir dann irgendwann gefunden. Und da war halt auch was drin, was nicht gut riecht. Und das musste dann halt entsorgt werden. Und ihr wisst ja, wenn du die öffnest und auch wenn du die Luft anhältst und es wegschüttest, das verteilt sich ja trotzdem überall, der Geruch so. Da habe ich mir dann einfach die Maske angezogen und konnte das auch voll entspannt machen, weil du riechst nichts. Du riechst gar nichts. Das ist total geil. Voll entspannt hat er das gemacht. Ja. Ich find's trotzdem eklig, auch ja. Wenn ich es nicht rieche. Wenn ich es sehe, finde ich es eklig. Ja, ja. Niemals öffnen, weg damit. Ja, ich habe es halt einfach weggemacht. Oder allgemein Baustaub gibt es sowieso keinen besseren Schutz, da hier ein Partikelfilter der höchsten Schutzklasse P3 bzw. FFP3 integriert ist. Diese Schutzklasse schützt übrigens auch vor Bakterien und Viren. Die Halbmaske plus Filter, die ich hier benutze, gibt es als sogenanntes Chemiearbeiterset zu kaufen. Es war mit dem Sponsor des Videos nie abgesprochen, dass ich Werbung für diese Halbmaske plus passende Filter mache, aber dieses Set hat sich einfach als mein persönlicher Liebling herauskristallisiert. Die Empfehlung, die ich hier mache, kommt also wirklich von Herzen. Die Vollmaske wiederum bietet die nächst höhere Schutzklasse bei Gasen und Dämpfen. Zu erkennen an der Zahl 2 hinter den jeweiligen Buchstaben. Das sind ja Masken, Alter. Zusätzlich bietet sie auch einen Augenschutz durch das dicht abschließende Visier. Die Vollmaske und Filter, die ich für den Dreh benutze, sind ebenfalls im Trägershop verfügbar. Mit dem Code JJ20 bekommt ihr 20% auf die wildeste Integration, die ich je gesehen habe. Vollmaske, FFP-Masken und Halbmasken, von denen ich hier die ganze Zeit schwärme. Nachdem wir vorhin gesehen haben, was die stärkste Säure der Welt mit Hühnerfleisch macht, ist es interessant zu sehen, was eine normale Säure so anstellt. Nehmen wir dazu einfach Schwefelsäure. Hier geben wir jetzt auch nicht nur 0,5 oder 1 Milliliter drauf, sondern direkt 5 Milliliter Schwefelsäure. Die Haut zieht sich etwas zusammen, sobald die Schwefelsäure draufkommt, ansonsten ist nicht viel zu erkennen. Viel mehr war bei der Hexaflorantimonsäure in den ersten Sekunden aber auch nicht zu sehen. Aber auch das Fleisch sieht bei der Schwefelsäure nicht stark angegriffen aus. Das hier ist kein Beweis dafür, dass Schwefelsäure nicht gefährlich ist, ganz im Gegenteil. Auch wenn sich hier keine Kohleader bildet, heißt es nicht, dass das Hühnerfleisch keinen Schaden hat. Krasser Unterschied trotzdem in der Reaktion, es hat ja richtig gebrutzelt und alles. Das Fleisch gelangt, haben immense Schmerzen. Und das zeigt eigentlich, wie stark die Schmerzen sein müssen, wenn Hexafluorantimonsäure auf die Haut gelangt oder auf das Fleisch gelangt und dieses dann direkt in Kohle verwandelt. Überleg mal. Das muss eigentlich unerträglich sein. Das nächste Testobjekt ist ein Hähnchenknochen. Ah, da sind noch Fleischreste dran, aber... Hier ist nicht viel Spektakuläres zu sehen. Der Knorpel verkohlt leicht und der Knochen zeigt wenig optische Veränderungen. Ich gehe aber stark davon aus, dass er durch die Säure angegriffen wird. Also Freunde, wenn ihr jemals euch das Fleisch vom Knochen trennt und eine offene Stelle habt, wo der Knochen rausguckt, auf keinen Fall Hexafluorantimonsäure drauf tropfen. Weil man sieht, ist nicht gut. Aber das dabei entstehende Calciumfluorid eben genauso weiß aussieht wie der Knochen. Man kann das Reaktionsprodukt also farblich nicht vom Knochen unterscheiden, obwohl die Säure starken Einfluss auf den Knochen nimmt. In der Schule wird uns immer beigebracht, erstes Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure. Wie könnte man diese Regel besser brechen als mit der stärksten? Was, wie war das? Wie war die Regel? Wasser nie auf Säure, erst sonst das passiert das Wasser, dann die Säure. Erstes Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure. Sonst geschieht das Ungeheure. Wild. Säure, die es gibt. Wir benutzen jetzt also erst die Säure und geben dann das Wasser drauf.
Oh, Junge. Die Reaktion ist extrem stark. Krass. Noch stärker wird die Reaktion, wenn man eine Säure auf seinen Gegenspieler kippt. Das gegenteilige Pendant zur Säure ist eine Base oder Lauge genannt. Sieht voll Natrium geil aus. Natriumhydroxid ist so eine Base und die Reaktion ist stark, wie erwartet. Es gibt verschiedene Theorien, die generell beschreiben, was überhaupt eine Säure oder Base ist. Die Theorie nach Brønsted sagt beispielsweise, dass eine Säure ein Protondonor ist, während eine Base das Gegenteil ist, also ein Protonakzeptor. Jetzt lässt sich damit noch nicht so wirklich erklären, warum Säuren eigentlich so stark ätzen oder auch Basen. Teilweise können Basen noch stärkere Verätzungen hervorrufen als Säuren. Deswegen soll man ja, deswegen, das war so problematisch, als alle angefangen haben, sich hier diese Waschmittelpads zu zerkauen und so. Weißt du noch, dieser Trend damals? Boah, vielen, das war echt schlimm. Tide Pod Challenge. Genau, und das ist ja genau das, was dann mit den Leuten passiert. Diese Waschmittel sind halt extrem basisch und die verätzen dir sämtliche Schleimhäute aufs Übelste. Ja, das war gar kein Fall, macht sowas nie. Das ist halt im Zweifel tödlich sogar. Beispielsweise ätzen sich mit Natriumhydroxid vollzeitkriminelle Menschen ihre Fingerabdrücke weg, sodass sie nie mehr wiederkommen. Das wäre mit verschiedenen Säuren gar nicht möglich. Im Hochsommer 2024 werde ich einen eigenen... Boah, hast du die Explosion gehört, Digga? What? Fingerabdrücke weg, sodass sie nie mehr wiederkommen. Das wäre mit verschiedenen Säuren gar nicht möglich. Im Hochsommer 2024 werde ich einen eigenen Videokurs über die Grundlagen der Chemie launchen. Geil. Wer mehr darüber erfahren möchte, warum Säuren und Augen so aggressiv sind und alles um sich herum auflösen, ist mit dem Videokurs bestens bedient. Vor allem richtet sich der Kurs an dich, wenn du in der Schule Hexerei verbrennt ihn. Während der Ausbildung oder während des Studiums mit Chemie konfrontiert wirst und nicht mehr weißt, wo oben und wo unten ist. Ey, wurde bei euch im Chemieunterricht viel sowas gemacht? So, nee. Versuche mit, guck aber mal. Aber kann ich auch nicht sagen, ich hatte das nur bis einschließlich 10. Klasse, ab der Oberstufe hatte ich keine Chemie mehr. Okay. Weil bei uns wurde das auch so gut wie gar nicht gemacht, weil kostet halt natürlich alles Geld, die Stoffe dazu haben. Du hattest doch einen Leistungskurs, ich hatte oder? Chemieleistungskurs, bei uns wurde es trotzdem extrem wenig gemacht. Unser Chemieleistungskurs war extrem theoretisch, weil unsere Schule einfach nicht die Kohle hatte. Weil selbst wenn du die Stoffe da hast, weißt du, dann sind die im Zweifel 20 Jahre da und haben ihre Wirkung verloren. Und dann kippst du die Scheiße zusammen und erwartest eine Reaktion, aber passiert nichts mehr, weißt du? Euch fehlt quasi jegliches Grundverständnis oder habt das Gefühl, dass ich es euch besser erklären kann? Ja, dann freut euch auf den Hochsommer 2024. Ich werde euch alle chemisch... Ja, es sieht so wild aus, ne? Ich liebe, das habe ich damals schon mal cool gefunden, wie das so... in Bruchteilen der Sekunde einfach die Farbe ändert. 24. Hä, ist so Hexerei. Ich werde euch alle chemischen Grundlagen in meinem Stil erklären, sodass ihr easy durch eure Prüfungen und auch durch meine manchmal komplexen YouTube-Videos kommt. Sobald der Videokurs online ist, werde ich ihn unter dem Video verlinken. Das nächste Experiment wäre die pH-Wertmessung. Es gibt hier jetzt aber allerdings ein großes Problem. Und das zeige ich euch jetzt. Verkohlt direkt, lol. Das pH-Papier wird von der Säure einfach zerstört. Der Rest des pH-Papiers, der nicht zerstört ist, ist aber rot. Und dieses Rot steht für pH 0. Ja. Ein pH-Papier kennt man wahrscheinlich noch aus der Schule. Es gibt pH-Werte von 0 bis 14. 0 ist dabei sehr sauer, 7 ist neutral und 14 ist... Jetzt überleg mal, wo Coca-Cola liegt, Alter. Bruder! Und das füllen wir uns schön rein. Crazy, Alter. Basisch. Das bedeutet, wenn der pH-Wert hier bei 0 steht, ist es eine ziemlich saure Säure. Jetzt muss man allerdings sagen, dass bei einer solch ultrastarken Säure, genannt Supersäure, der pH-Wert nicht wirklich gut anwendbar ist. Den pH-Wert kann man beispielsweise anwenden bei Zitronensäure, Vitamin C oder auch verdünnter Salzsäure. Aber bei einer Supersäure wie Hexafluorantimonsäure, also das funktioniert eigentlich gar nicht. Wenn man jetzt die reale Säurestärke von Supersäuren oder auch konzentrierter Schwefelsäure und so weiter bestimmt, werde ich auch in dem Videokurs erklären. Die nächsten Reaktionen machen wir jetzt recht schnell hintereinander weg. V2A Edelstahl und Hexafluorantimonsäure. Oha. Das sieht ja geil aus. Magnesiumpulver und Hexafluorantimonsäure. Ist ja gerade weggerannt im Hintergrund? Das klang so. Ja, hörte sich so an, ne? Ist auch alles verkohlt. Kupferdraht und Hexafluorantimonsäure. Wie auch beim Edelstahl scheint die Säure dem Metall auf kurze Zeit nichts anzuhaben. Es ist sehr spannend zu sehen, was die Säure mit Gold machen würde und das werde ich in dem nächsten Video zeigen. Sehr reaktives Natrium und Hexafluorantimonsäure.
Digga. Das Natrium bildet eine... Die Horrorstory, wie jemand so ein Stück sich in die Hosentasche steckt und damit aus dem Chemieunterricht abhauen wollte, hat euch jeder erzählt, oder? Gab es die bei euch an der Schule auch? Durchgebrannt ist, meinst du? Nee, es wird super warm in der Hose, weil es ist ja hochreaktiv, Natrium. Ja. Und dann aus Panik auf Klo gerannt ist. Die Geschichte wurde bei uns, okay, nicht? Ich dachte, das ist so eine Geschichte, die an allen Schulen erzählt wird. Dann ist das vielleicht wirklich bei uns passiert. Das hat unser Chemieleistungskurslehrer alles erzählt, weil das war so, das ist der typische, nimmst ein kleines Stück Natrium, schmeißt das ins Wasser, das flitzt oben drüber und hat eine richtig krasse Reaktion. Gab wohl einen Schüler, der hat sich ein Stück, ein bisschen größer als das, in die Hosentasche gesteckt, weil er dachte, hoho, lol, kann ich irgendwie lustige Sachen mitmachen. Und hat dann Panik bekommen, weil das natürlich in der Hose warm wird. Ja, weil es da auch reagiert und ist auf Klo gerannt, wollte das wegspülen, weil er sich gedacht hat, komm, dann kann ich nicht erwischt werden, und in dem Moment, wo das in die Kloschüssel schmeißt, explodiert die einfach und zerfetzt ihn. Aber ich glaube, die Geschichte wurde an mehreren Schulen erzählt. Ich weiß nicht, ob das wirklich mal irgendwo an der Schule passiert ist oder ob das einfach was war, was Chemielehrer so erzählen, um Schülern Angst zu machen, halt keine Stoffe mitgehen zu lassen. Also So kenne ich es nicht. Ja. Weiß-gelb-grüne Schicht. Eine kurze Anekdote: Nachdem ich mit diesen Materialien hier gearbeitet habe, entsorge ich sie immer in einer Calciumchlorid-Lösung. Calciumchlorid neutralisiert die Säure bzw. auch die giftigen Fluoridionen und damit ist alles gut. Bei der Entsorgung des Natriums allerdings gibt es da Probleme, denn Natrium explodiert in Kontakt. Sprach der Chemielehrer, der Stühle warf. Das ist deswegen sehr lustig, weil wir im selben Jahrgang waren und es wundert, ob ich tatsächlich weiß, von wem ich rede. Grüße gehen raus. Das war der Chemielehrer, der, wenn er sich an der Tafel verschrieben hat, den Fehler weggeboxt hat. Ich werde das nie vergessen. Grüße gehen raus. Ist so wild. Der war wirklich, der hat auch Türen aufgeboxt. Der war ein bisschen anders drauf. War echt wild. Mit Wasser. Bei der Entsorgung des Natriums ist es mir dann auch tatsächlich explodiert. Aber ich habe meinen Rettungskräften leider nicht gesagt. Aber ich muss jetzt nochmal fragen, du kannst diese Geschichte bestätigen, ne? Die wurde bei uns an der Schule, weil mir wird hier oft unterstellt, dass ich Quatsch erzähle. Diese Geschichte wurde bei uns damals in Chemie immer erzählt. Die und die Geschichte, wo jemand mit dieser komischen Knallpaste über einen Türrahmen gestolpert ist und sich irgendwie halb zerfetzt hat. Das war auch so eine Story, die der ständig erzählt hat. Als ich aus dem Labor kam, guckte ich in alarmierte Gesichter. Es ist aber zum Glück ja nichts passiert, weil ich darauf gefasst war. Bruder, das sieht ja wild aus. Das ist ja wild. Im Falle einer Kontamination mit Flusssäure und ähnlichen Verbindungen, wie es beispielsweise auch Hexafluorantimonsäure ist, wird als Notfallmedikament 10%ige Calciumgluconat-Lösung unter die Haut gespritzt. Und hier zeige ich jetzt, was das Calciumgluconat mit der Säure macht. Erstmal ist aufgrund der schlecht gewählten Hintergrundfarbe nicht viel zu erkennen. Das wird sich gleich aber ändern. Calciumionen aus dem Calciumgluconat reagieren mit den Fluoridionen aus der Hexafluorantimonsäure zu Calciumfluorid. Damit sind die Fluoridionen, die im Fall der Fälle tödlichen Schaden in unserem Körper anrichten würden, an das Calcium gebunden und somit ist dann auch alles gut. Dieses Ach, das in unserem ist das Gegengift. Körper unlösliche Calciumfluorid schwebt dann einfach rum und wird irgendwann ausgeschieden. Normalerweise würde Fluorid genau das gleiche mit unseren körperinternen Calcium- und Magnesiumionen machen, die brauchen wir aber zum Überleben. Viel besser ist es also, wenn das Fluorid das mit dem Gegengift macht. Das Calciumfluorid ist weiß, daher erhalten wir nach der Reaktion eine stark getrübte Lösung. Kohlenstoff und Hexafluorantimonsäure. Eine spezielle Form des Kohlenstoffs ist der Diamant. Zusammen mit dem Goldtest werde ich auch einen Diamanten gegen die Säure antreten lassen. Das bedeutet, irgendwann in der Zukunft wird ein Video kommen, das in etwa Hexafluorantimonsäure versus Gold und Diamant heißen wird. Das klingt nach einem wilden Video. Ja, was soll ich jetzt abschließend sagen? Wir haben definitiv Geschichte geschrieben, denn das ist erst das zweite Video auf YouTube zu dieser Säure und auch das erste Video zu Hexafluorantimonsäure überhaupt im deutschen Raum. Das ist extrem krass, das macht mich stolz, das kann uns alle stolz machen. Und hier haben wir doch ein schönes Stück Literatur mit dem Video geschaffen. Es werden auch Kurzvideos folgen, also Kurzvideos zu der Säure. Und es ist auch schon geplant, dass ein zweiter Teil kommt. Das ist dann ein Projekt fürs nächste Jahr. Dort werde ich dann mehr von dieser Säure bestellen, sodass wir nicht nur 1 Milliliter auf Fleisch geben, sondern vielleicht auch mal eine ganze Flasche oder sowas. Bis dahin, Leute, ich bin geschafft. Das Video war krass. Ich bin froh, dass es online kommt. Und wir auch alle heile rausgegangen sind, meine Rettungskräfte und ich. Aber komm, ich höre jetzt auf zu reden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf die nächsten Videos. Bis dann. Wild, dann hoffe ich, dass wir dabei helfen konnten, ein bisschen die Kunde zu verbreiten und vielleicht, hoffentlich,
klappt es ja, dass wir mal sehen, wie er Diamanten und Gold auflöst. Das, überleg mal, wenn er das Diamanten wegätzen könnte, wie crazy wäre das denn? Heftig. Guck mal, Bad Shadow schreibt gerade. Ja, aber warum nicht eigentlich? Ich bin im LZG, Löschzug für Gefahrengut. Wir hatten mal einen Unfall im Labor und als wir mit unseren Chemikalien Schutzanzügen reinkamen, schlug uns die Nummer bla 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 entgegen. Das ist Hexafluorantimonsäure. Unsere Reaktion war nur, Junge, gar keinen Bock. Wir haben zurückgefunkt, dass wir raus sind, weil unsere Anzüge nicht dagegen schützen. Der Moment, wenn die Profis rauslaufen. Mehr muss ich zur Gefährlichkeit dieser Säure nicht erzählen. Alter, das ist dann schon krass. Crazy. Freunde, wer Angst vor der Säure hat, lässt einen Daumen nach oben da. Bis gleich. Tschüss.